Im heutigen Videoausblick geht es um Inflation, Krieg, Rohstoffe und die aktuelle Rallye, die wir sehen. Die wollen wir uns mal genauer anschauen, wollen mal das gesamte Surrounding uns ein bisschen betrachten und starten mal mit dieser wahnsinnigen Rohstoff-Rallye, die wir gesehen haben, die gestern ein bisschen pausiert ist. Der Ölpreis nach unten gegangen, andere Rohstoffe auch nach unten gegangen, aber hier schauen wir uns mal diesen Bullenmarkt an, 142% year to year, also praktisch zum Vorjahr. Das ist mehr als in den 1970er Jahren nach dem Yom Kippur-Krieg, als damals die Ölkrise ja die Rohstoffpreise massiv nach oben schickte, vor allem den Ölpreis massiv nach oben trieb. Also wir sehen hier schon, das ist in gewisser Weise historisch, eine solche Rallye haben wir noch nicht gesehen. Na klar, vorher war es auch ziemlich ausverkauft. Wer wollte Energiewerte haben, wer wollte Rohstoffwerte haben, man wollte Tech haben, das war der heiße Scheiß. Aber jetzt sehen wir, naja, das könnte sich jetzt grundlegend geändert haben. Jetzt haben gestern auf mein Video wieder viele gesagt, Mensch, der Putin, der ist doch genial. Die Russen, die sind total erfolgreich, ist doch alles super. Ich will einfach nochmal diesen Krieg mit all seinen Folgewirkungen ins Auge fassen und zunächst mal die Frage stellen, naja, Russland ist ja ein Land mit einer großen, aber schrumpfenden Bevölkerung. Auf der einen Seite ist ein Land mit einer gut ausgebildeten Bevölkerung, einer durchschnittlich sehr gebildeten Bevölkerung. Und gleichwohl ist es wirtschaftlich ein absoluter Zwerg. Und jetzt ist der gute Wladimir Putin ja schon gut 20 Jahre am Ruder, meistens als Präsident, vierte Amtszeit oder als Ministerpräsident. Er hat das aber offenkundig nicht geschafft, diese gut gebildete Bevölkerung, die zugleich noch auf massiven Rohstoffen sitzt, in irgendeiner Form ökonomisch erfolgreich zu machen. Hier schauen wir uns das mal an. Russland mit einem BIP von 1,7 Billionen Dollar nur an 11. Stelle, Deutschland an 4. Stelle, mehr als doppelt so groß. Die Russen etwa 140, 144 Millionen Menschen, wir um und bei 80, 83 Millionen und dennoch ist unsere Wirtschaft mehr als doppelt so groß wie die russische. Also irgendwas scheint da ja schiefgelaufen zu sein, so genial er ist. Wie viele vermuten, irgendwie mit der Wirtschaft hat er es nicht hingekriegt und das gilt auch übrigens für das BIP pro Kopf. Hier sehen wir Russland an 65. Stelle, an Nummer 63 ist Costa Rica, an Nummer 62 ist Rumänien, 11.900 Dollar pro Einwohner. BIP pro Jahr, die Deutschen etwa 46.000, an Nummer 18 auch nicht hervorragend, aber doch etwas besser als die Russen. Also ökonomisch ist das irgendwie nicht so richtig erfolgreich und das wie gesagt angesichts eigentlich der massiven Rohstoffe, die man hat und einer gut ausgebildeten Bevölkerung nicht gerade ein Ruhmesblatt. Darauf hat sich gestern auch Joe Biden berufen in seiner Rede, die er gehalten hat oder Pressekonferenz, als er gesagt hat, ja die Russen sind die 11. Volkswirtschaft, aber sie werden nicht mal mehr unter den ersten 20 bald ranken. Das werden wir abwarten müssen. Charlie Bilello jedenfalls sagt, ja, aber selbst wenn dem so wäre, wären sie immer noch eine Nuklearmacht, würden sie die Ukraine weiterhin als Pufferstaat für ihre Interessen sehen und sie würden eben nach wie vor massiv auf diesen Rohstoffen sitzen. Deswegen sagt er, es gibt keine Gewinner, wenn das weitergeht. Richtig, es wird weder Russland gewinnen, noch der Westen gewinnen, so viel scheint klar. Das ist das eigentliche Problem an der Geschichte und jetzt wird sich diese Gasthematik zuspitzen. Putin hat ein Ultimatum gegeben bis Mittwoch an seine eigenen Konzerne, stellt diese ganze Gasthematik auf Rubel um, nicht mehr in Euro oder in Dollar. Jetzt hat sich Peskow geäußert, der Kreml-Sprecher heute Nacht, der gesagt hat, keine Bezahlung, kein Gas. Wir beabsichtigen aber auf keinen Fall, uns als Wohltäter zu zeigen und Westeuropa kostenlos Gas zu liefern. Man will jetzt seitens Moskaus erstmal die Antwort der EU abwarten, aber die scheint klar. Die wird sagen, nö, machen wir nicht. Und das wird dann bedeuten, dass wahrscheinlich diese Gaslieferungen aus Russland stoppen werden, wie ich in der letzten Woche schon thematisiert habe. Ein hochrangiger Sekretär aus dem US-Energieministerium hat gesagt, also dieser Deal, den die USA mit der EU geschlossen haben, um weitere Gaslieferungen nach Europa zu bringen, das wird nicht ausreichen, um das russische Gas zu ersetzen. Und das ist absolut richtig. Wenn wir jetzt nochmal zu Peskow, dem Kreml-Sprecher, kommen, der hat gesagt, niemand hat die Absicht, Atomwaffen hier einzusetzen, es sei denn, die Existenz Russlands sei
gefährdet. Aber all das ist jetzt eigentlich nicht das super tolle Surrounding für steigende Märkte, aber die Märkte steigen trotzdem. Gestern war es dann eine Meldung aus der Financial Times, als es hieß, ja, Russland würde nicht mehr auf der Entnazifizierung bestehen in den Gesprächen zu einem Waffenstillstand. Hier sehen wir, wie die Aktienindizes an der Wall Street nach oben gegangen ist. Hier hat dann Zero Hedge zynisch gefragt, aha, wenn Russland also nicht mehr auf einer Entnazifizierung der Ukraine besteht, feiert der Markt dann, dass die Nazis in der Ukraine bleiben dürfen? Das bringt so ein bisschen die ganze Drastik auf den Punkt. Jetzt ist es ja so, und das ist im Westen natürlich sehr wenig berichtet worden, dieses Azov-Regiment, also die ultranationalistischen Ukrainer, haben natürlich massiv im Donbass hier die Bevölkerung beschossen. Ab 2014, dann war das immer mal wieder Beschuss. Darüber ist im Westen nicht berichtet worden, ist in Russland aber das ganz große Thema. Nun wird in Russland allerdings von einem Genozid gesprochen. Das ist dann doch nochmal eine völlig andere Dimension, der eben faktisch dann die Entnazifizierung, wie die Propaganda in Moskau das sagt, erforderlich mache, weswegen man dann mal eben in die Ukraine einmarschieren müsse. So richtig logisch ist das eigentlich nicht, aber gut, jedenfalls sehen wir, dass hier die heutigen Verhandlungen, die ja in der Türkei stattfinden sollen, wieder zwischen der Ukraine und Russland eigentlich von vornherein fast schon zum Scheitern verurteilt sind. Der Außenminister, der ukrainische Kuleba, hat gesagt, wir haben klare rote Linien für die Gespräche gesetzt. We are not trading people, land or sovereignty. Also wir werden auf jeden Fall kein Land hier aufgeben und damit eben auch keine Bevölkerungsteile aufgeben. Ähnlich hat sich der Finanzminister der Ukraine geäußert und gesagt, wir werden alles tun, um nicht irgendein Zentimeter ukrainischen Landes hier aufzugeben. Also wie soll das gehen? Für die Russen dürfte die Minimalforderung Donbass sein, Anerkennung der Krim sowieso und Donbass irgendwie unabhängige Volksrepubliken mit einer Volksabstimmung und dann ab zu Russland. Also das wird nicht wirklich funktionieren. Dementsprechend ist das, was da an Meldung kam von der Financial Times, wahrscheinlich schlichtweg, naja, wieder mal so ein Hoffnungsmotiv, was sich nicht erfüllen wird. Übrigens haben jetzt die Russen, wie hier der britische Geheimdienst berichtet, die Wagner-Gruppe offenkundig in die Ostukraine verlegt. Die hat man teilweise abgezogen aus Afrika. Also jetzt bringen die Russen ihre Nazis ins Spiel, könnte man sagen. Die Wagner-Gruppe ja eine rechtsextreme paramilitärische Gruppe, ähnlich vergleichbar mit dem Azov-Regiment. Also das ist jetzt sozusagen die russische Entnazifizierung, könnte man sagen. Die Welt ist so absurd und sie wird nicht weniger absurd. Eine deutsche Militärseite hat mal den Stand der Dinge in der Ukraine, glaube ich, sehr gut zusammengefasst, soweit wir uns ein Bild machen können. Hier sagt man, es steht fest, dass es kein schneller Blitzkrieg, sondern ein Abnutzungskrieg vorherrscht. Der wird so lange geführt, bis es wirklich zu ersten ernsthaften Verhandlungen kommt. Man kann auch von einer Syrianisierung des Konflikts sprechen, also wie in Syrien. Die russische Seite muss nach einem Monat mit Ernüchterung feststellen, dass der kurze Feldzug nicht funktioniert hat. Sie sind in umfangreiche Kämpfe verwickelt und haben empfindliche Verluste erlitten. Aber sie haben einige Ziele erreicht, zum Beispiel Einnahme des größten Atomkraftwerks und Öffnung des Krimkanals und vor allem im Süden große Geländegewinne erzielt. Die Hafenstadt Mariupol ist praktisch in den Händen der Russen. Ich glaube, das bringt das Bild relativ, soweit man es machen kann, soweit man die Informationen hat, objektiv auf den Punkt. Aber kommen wir mal zu den Märkten, meine Damen und Herren. Wir sehen diese Gewinne gestern. Der Dow Jones hat es dann auch ins Plus geschafft. Der Nasdaq war der führende Index gestern. Wir sehen den VIX mit einem Verlust von über 5% unter der Marke von 20. Gestern wieder Consumer Discretionary, also solche Werte wie Tesla, die ja mit einem Aktiensplit gestern nach oben gezogen sind. Es war irgendwie wieder so eine Bullshit-Rally der alten Sorte. Meme Stocks, AMC, GameStop, die sind jetzt alle wieder da und sagen, ah, siehst du, das sind doch total wertvolle Unternehmen, also die Beschränktheiten wiederholen sich, aber gut, das ist eben das Muster, das wir immer wieder sehen. Dann Bitcoin massiv nach oben, also diese Liquiditätsassets, die sind wieder deutlich en vogue, was gestern verloren hat, sind die Finanzwerte wieder. Invertierung der Zinskurven, Verflachung der Zinskurven, wir sehen Materials und wir sehen Energy vor allem, nachdem der Ölpreis fast 10% gestern
gefallen ist, Technologie mit auf der Gewinnerseite. Jetzt gucken wir uns mal einen Tweet von Lloyd Blankfein an, dem ehemaligen Goldman Sachs-Chef, der sagt, wir hatten einen Tsunami an negativen Nachrichten für Aktien. Verrückt hohe Inflation, Fed-Tightening, also die Straffung der Fed, Rising Long Rates, also die Renditeanstiege, Commodity Shortages, Krieg, Sanktionen, Covid und so weiter. Und jetzt sagt er dann, also und dennoch sind die Märkte gestiegen, kinda bullish, ziemlich bullish, okay. Schauen wir uns mal den S&P 500 an, der in den letzten 10 Handelstagen 9,7% gewonnen hat. Das ist in den letzten 50 Jahren nur an wenigen Gelegenheiten nochmal überboten worden, im April 2020, Januar 19. Aber die Gelegenheiten sind wirklich an einer Hand abzuzählen oder vielleicht an zwei, ja, an zwei Händen. Oktober 74 hat das Ganze angefangen und das in einem solchen Umfeld. Wie geht es jetzt weiter? Das ist die Frage. Schauen wir uns zunächst mal hier den Dollarindex an, der jetzt aus dieser Konsolidierung offenkundig nach oben ausbricht. Normal nicht so toll für Risikoassets und wir sehen unten in den S&P weiter nach oben gehend. Aber schauen wir uns unten mal die Fed Fund Futures an, was die einpreisen. 71% Wahrscheinlichkeit jetzt, dass wir im Mai einen 50 Basispunkte Schritt sehen und sogar 21%, dass wir im Juni dann einen 0,75er Zinsschritt sehen. Das gab es, glaube ich, nur einmal in der Geschichte der Fed, 1994. Und insgesamt sind 10 Zinsanhebungen im Jahr 2022 eingepreist, gemeint sozusagen 10 mal 0,25. Ein großer Schritt, ein 0,5er Schritt wären dann 2 Zinsanhebungen. Jetzt schauen wir uns mal den VIX an, die Volatilität. Wie gesagt, unter 20, das erste Mal seit langer Zeit. Wir haben jetzt hier ein Gap geschlossen aus dem Februar und wir sehen oben im RSI eine positive Divergenz. Massiv ausverkauft diese RSI auf Tagesbasis, geringster RSI, also relative Stärkeindex, seit November 2020. Und mir fällt es ein bisschen schwer, jetzt zu glauben, dass diese Rallye sich ungebrochen fortsetzen wird. Ja, ein bisschen ist noch drin vielleicht, aber ich glaube, dass der VIX jetzt sehr bald deutlich steigen wird. Wir haben jetzt ja die Invertierung der Zinskurven. Hier sehen wir mal, im Jahr 2000 hatten wir ein ähnliches Muster, nur ist die Zinskurve jetzt deutlich schneller von oben nach unten sozusagen auf dem Weg von der Versteilung in die Verflachung in die Invertierung. So schnell, wie das zuletzt auch dann vor der Finanzkrise der Fall war. Hier sehen wir das in dem Chart unten. Jetzt gucken wir uns mal die Renditen an. Das ist ja ein Thema, das übergeordnet extrem wichtig ist, weil es praktisch auch die Financial Conditions betrifft. Höhere Renditen, höhere Zinsen, höhere Kapitalmarktzinsen sind ein Faktor für die Märkte. Hier sehen wir mal die zweijährige US-Staatsanleihenrendite. Bums, geht nach oben, ist jetzt an einem wichtigen Widerstand. Gestern ja leichte Rücksetzer der Renditen. Hier sagt Ottavio Costa, also ich glaube, das wird da ausbrechen. Wir haben jetzt wahrscheinlich, sagt er, Peak Corporate Earnings. Wir sind also praktisch auf dem Hochpunkt jetzt gewesen der Unternehmensgewinne, die Margen werden gesqueezed, werden von jetzt an, oder wir haben den Hochpunkt der Margen überschritten. Und Ottavio Costa sagt, das ist wie 1973, 74, damals Ölkrise, nur auf Steroiden. Ja, so könnte man es bezeichnen. Hier sehen wir mal langfristig die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe in einem langfristigen Abwärtstrend, der jetzt möglicherweise nach oben gebrochen wird, wäre auch jetzt nicht allzu erstaunlich angesichts einer sehr hawkischen Fed auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben einer Inflation, die eben auch so hoch ist wie seit 40 Jahren nicht mehr. Und wenn wir jetzt uns mal diese ganze Lieferketten-Thematik anschauen, wir hatten eigentlich eine Beruhigung hier im unteren Chart vor diesem Ukraine-Krieg, da hat sich das so ein bisschen entspannt. Jetzt ist die ganze Geschichte wieder deutlich schwieriger geworden. Hier sehen wir mal die Schiffsverkehre, die Shipments to Russia und Ukraine, also was sozusagen von anderen Ländern aus in die Ukraine und nach Russland geht. Und wir sehen sowohl nach Russland, vor allem nach Ukraine deutlich weniger, aber auch nach Russland deutlich weniger. Und jetzt dürfte sich das Ganze dann wahrscheinlich noch weiter fortsetzen, je stärker diese Handelsverflechtungen ja gekappt werden in Zukunft. Für uns bedeutet das, Hamsterkäufe bei Diesel schon befürchtet. AdBlue ist ausverkauft, wichtig AdBlue, gerade auch im Lastwagentransportverkehr.
Also es geht jetzt ans Eingemachte und Daniel Stelter hat hier getwittert, ich habe am Wochenende mit Unternehmern gesprochen, klare Aussage, viele stehen wegen Energiepreisen mit dem Rücken zur Wand, erwarten Konkurswelle, wir machen Benzin billiger und verteilen Geld an private Haushalte, halten aber im Atomausstieg fest und schauen zu, wie ganze Branchen pleite gehen, richtig? Wir müssen jetzt beginnen, umzudenken und das, was wir an Energieressourcen aktivieren können, auch aktivieren. Wir können uns jetzt nicht mehr in Wolkenkuckucksheim befinden. Es geht jetzt ans Eingemachte. Und Daniel Stelter hat zu Recht gefordert, wir sind in einem Wirtschaftskrieg, also müssen wir die Wirtschaft auf eine Kriegswirtschaft umstellen, so martialisch das auch klingt. Aber wir sind jetzt in einer Mangelwirtschaft mit explodierenden Preisen. Was tun? Jede Ressource nutzen, je mehr Atomstrom wir haben, umso weniger Gas brauchen wir. Das ist ein entscheidender Punkt. Spannendes Bild bei Öl, das sagte Rüdiger Born, der sich mal den Ölchart angeschaut hat und festgestellt hat, ups, da kann noch ein bisschen was nach unten gehen, aber dann dürfte etwas anderes kommen. Was? Sehen Sie in dem Video von Rüdiger Born. Und frische Meldungen, die Importpreise in Deutschland nur um 26,3% gestiegen. Naja, das ist ja fast keine Inflation, das liegt nur ganz knapp über dem 2%-Ziel der EZB. Vielleicht müssen wir mal wieder anfangen mit dem Quantitative Easing. Es ist ja schlichtweg zu wenig Liquidität im Markt. Energieimporte, 130% Preissteigerung. Ja gut, über 100 könnte man dann schon sagen. Es gibt so leicht inflationäre Tendenzien, aber natürlich nicht viel. Wir streichen da einfach mal die 1 vorne weg und dann haben wir immer noch 30 und dann machen wir die 3 auch noch weg und dann sind wir bei 0 und dann können wir die Geldpolitik so fortsetzen, die wir in den letzten Jahren auch wirklich hatten. Diese beiden Artikel, meine Damen und Herren, wenn Sie mal schauen wollen, was da so massiv teuer geworden ist, dann empfehle ich den zweiten und wenn Sie wissen wollen, was mit Öl passiert, dann den ersten Artikel. Und jetzt sage ich Servus und Ciao, beide Artikel unter dem Video verlinkt. Servus.